Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Ah, verdammt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video Bundesliga-Blog. Und ich habe natürlich wieder mega vergessen, deswegen versuche ich jetzt alles ganz schnell zu machen, dass wir den das Video noch hochbekommen, bevor das schon losging. Aber es wird wahrscheinlich wieder nichts werden, egal. Fangen wir einfach an. Heute Abend ist ja direkt mal ein richtig geiles Spiel, wie ich finde. Ich werde auch versuchen, es anzugucken, wobei ich glaube, ich kann es nicht ganz angucken, aber vielleicht den Anfang zumindest. Und zwar 1. FC Köln gegen Werder Bremen. Ich will einfach wissen, wie Bremen sich schlägt, ob die wieder gewinnen. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich denke, dass Köln gegen Bremen unentschieden spielt, weil es in Köln einfach schwer sein wird. Aber ihr wisst ja, ich habe mir vorgenommen, kein einziges Unentschieden mehr zu tippen. Bis zum Ende der Saison. Nächste Saison geht es dann wieder von vorne los. Da werde ich dann wieder wahrscheinlich irgendwann Unentschieden-Tipps reinhauen und werde dann denken, oh, hättest du es noch nicht gemacht. Ja, genau. Aber dieses Mal ist es, wie gesagt, so, dass ich gesagt habe, ich mache das bis zum Ende der Saison nicht mehr. Es sind ja jetzt auch noch drei Spieltage. Och, ist das traurig. Das ist so traurig, ey. Nur noch drei Spieltage. Dann ist wieder gefühltes Jahr Pause, bevor es wieder mit der nächsten Saison... Ach, fuck, man. Egal, also, wir haben also heute Abend Köln gegen Bremen. Und ich habe ja gesagt, ich denke, es wird ein Unentschieden, aber ich tippe keine Unentschieden, deswegen tippe ich auf Bremen. Bremen ist gerade so gut, dass ich dann denke, wenn, dann muss es Bremen gewinnen. Kruse dreht einfach so durch in jedem Spiel irgendwie 300 Scorepunkte. Von daher, Bremen gewinnt. Auch wenn ich denke, dass eigentlich es ein Unentschieden wird. Ich denke, es wird ein 1-1, aber ich habe 2-1 für Bremen getippt. Gladbach gegen Augsburg. Ja, Gladbach gewinnt. Ich überlege gerade, ob ich denke, dass sie zu 0 spielen. Ja, ich denke, ich spiele 2-0 oder 3-0, deswegen tippe ich mal von 2-1 auf 2-0 um. Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg, da würde ich sagen, das ist ein sehr schwer zu tippendes Spiel, weil Wolfsburg auch wieder Wundertüte ist, aber ich sage Heimvorteil, Frankfurt gewinnt 2-1. Ingolstadt gegen Bayer Leverkusen. Oh, Bayer Leverkusen. Ich weiß nicht, was das mit dem Trainer soll. Die haben alles falsch gemacht, die Leverkusen-Verantwortlichen, meiner Meinung nach. Vor allem halt jetzt am Ende der Saison. Die haben so viel Scheiße gebaut. Die haben so gute Spieler wie Chicharito einfach. Ich weiß nicht, schlecht gemacht. Also, ich habe echt das Gefühl, Leverkusen hat diese Saison so versucht, sich irgendwie an Hamburg zu orientieren, die gute Spieler geholt haben, die dann auch eine Zeit lang gut gespielt haben, die aber dann nicht angepasst haben und scheiße geworden sind. Das war zum Beispiel auch bei Van der Vaart so. Als Van der Vaart das zweite Mal zu Hamburg gekommen ist, ist glaube ich im Winter gekommen. Ich glaube, dann hat er die Restsaison gut gespielt. Ich glaube, dann hat er auch die Hinrunde der nächsten Saison gut gespielt. Dann war er, glaube ich, verletzt und dann hat er sich an das Niveau von Hamburg angepasst und wurde beschissen. So. Und das Gefühl habe ich gerade bei Leverkusen auch so ein wenig. Und ich weiß nicht, was los ist mit ihm, aber ich habe auch das Gefühl, die machen einfach so viel falsch. Ich verstehe es einfach nicht, was da los ist und dass sie das anscheinend auch nicht erkennen oder hoffen, dass sie jetzt einfach irgendwie die Saison hinter sich bringen können und das dann nächstes Mal besser machen können. Ich glaube, sie erkennt es sogar. Ich glaube sogar, Rudi Völler weiß, was da für eine Scheiße gerade abläuft, weil er in den Interviews das halt, ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass Völler merkt, okay, komplette Scheiße auf jeden Fall alles, aber wir haben es jetzt einfach verbockt, wir können jetzt nicht das irgendwie noch schnell drehen und ändern. Wir versuchen irgendwie noch die nächste Saison zu erreichen in der ersten Liga und dann fangen wir von vorne an. Also das habe ich so als Gefühl. Und es ist einfach nur super traurig. Es ist einfach nur traurig, aber naja, okay. Ingolstadt wird gewinnen zu Hause, 2-1 oder sogar noch höher und Leverkusen wird einfach abkacken. So, Bayern München gegen Darmstadt. Das ist nicht mehr ganz so eine krasse Quote. Gestern, glaube ich, oder vorgestern stand als Quote noch da, wenn Bayern München gewinnt, bekommt man, wenn man 1 Euro setzt, 1,06 Euro. Und wenn man auf Darmstadt, momentan ist die Quote so, Bayern München, wenn man 1 Euro auf Bayern München setzt und die gewinnen, dann bekommt man 1,06 Euro. Wenn man 1 Euro auf Darmstadt setzt und die gewinnen, dann bekommt man 26 Euro. Und die Quote gestern oder vorgestern war aber anders, da hat man, wenn man 1 Euro auf Bayern München gesetzt hat, 1,06 Euro zurückbekommen, 1,07 Euro zurückbekommen, also 1 Cent mehr. Und wenn man aber auf Darmstadt getippt hat, dann hat man statt 26 Euro sogar 30 Euro bekommen. Also eine Quote von 1 zu 30, das ist echt krass. Wenn man auf Unentschieden tippt, bekommt man immer noch hin noch 14 Euro für 1 Euro. So, da werde ich, also ich glaube nicht, dass sie hoch gewinnen. Ich sage, die gewinnen 2-0, Bayern München. BVB gegen Hoffenheim. Oh, das ist auch wieder Heimvorteil. Bayern München, Borussia Dortmund, Heimvorteil. Die gelbe Wand oder wie auch immer, gelb-schwarze Wand oder die Bienen. Ach, was weiß ich. Bienenstechen gern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall,
BVB gewinnt. Ich sag Heimvorteil, auch wenn hier wieder ein Unentschieden möglich ist. Aber ich sag Heimvorteil. BVB gewinnt knapp. Hertha BSC gegen Leipzig, Topspiel. Das finde ich wirklich mal wieder ein Topspiel. Eine sehr heimstarke Berliner Mannschaft gegen insgesamt sehr starke Leipziger Mannschaft. Schwer. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass Hertha BSC gewinnt. Ich könnte mir auch wieder ein Unentschieden sehr gut vorstellen. Ich tippe auf Leipzig, weil ich Leipzig mag und ich in der Nähe von Leipzig wohne, da muss ich auch die tippen. Aber ich denke, dass es ein Unentschieden wird. Also ich denke, das ist wie bei Köln gegen Bremen, es wird ein Unentschieden, denke ich. Aber da ich kein Unentschieden tippe, entscheide ich mich für eine der beiden Mannschaften und tippe hier auf den Auswärtssieg von RB Leipzig. Hamburg SV gegen Mainz finde ich auch ein interessantes Spiel. Ich denke aber, Hamburg gewinnt mal wieder und wird zeigen, dass das letzte Spiel nur ein Ausrutscher war und sie immer noch heimstark sind, was sie ja auch die letzten Wochen waren. Dementsprechend wird hier Mainz verlieren. Freiburg gegen Schalke ist das letzte Spiel und da sehe ich wieder Heimvorteil bei Freiburg und Freiburg gewinnt. So, das soll es gewesen sein. Nicht mehr lange rumquatschen. Daumen nach oben, loben, macht's gut. Tschüss, euer Pax, bis zum nächsten Mal.